Würde gerade sagen, hoffentlich ist das keine Falle. Sieht schon erschreckend nach Falle aus. Oha. Ein Rätsel auf jeden Fall. Da tut sich nichts. Aha. Mach Sachen. Können wir nicht mehr? Okay, mysteriös. Sandstein, Sandstein. Leg mich fett, wenn es in der Wüste keine Steine, wenn es keine Sandsteine gibt. Ich fress einen Besen mit Samtstaub und Flusen. Ich fress eine Besenkammer. Mit Samtstaub und Flusen. Allerdings, wenn es hier keinen Sandstein gibt, in der Wüste. Trockenton müsste es eigentlich auch geben. Geräusche. Reis. Sandstein, sag ich doch. Ein Sandstein, jetzt brauchen wir nur trocken tun. Am besten auch noch mehr Sandstein, aber ja, fürs Erste. Trockenton, Trockenton, Trockenton. Schlüsselgriffet. Und weitere Schlüssel anfertigen. Brauchen wir dafür? Ja, gut, das. Fettpflanze. Was fällt? Hey, ehrlich. Ich brauche eure Seele nicht mehr. Brauche nur Ton, wenn du auf der Durchreise. Okay, hier nicht. Sie Sandstein. Jetzt brauchen wir noch Trockenton. Vielleicht am Ufer irgendwo. Könnte ich mir vorstellen.
Ist zwar Trockenton, aber vielleicht das könnte Trockenton sein, aber Trockenton. Einfach mal durch die Wüste. Durch die Wüste latschen. Vielleicht finden wir es irgendwie. Eine Glasperle. Können wir verkaufen, wertvoll oder verschenken. Kriegen wir das her? Zum Not mal ein Wiki gucken, vielleicht können wir das auch irgendwie herstellen. Oh. Nächste Kugel. Und hier haben wir wieder ein Dorf. Au. Da war doch Wasser, ich bin ins Wasser gesprungen. Haben wir den Turm und den Turm Schlüsselgraffit. Dann haben wir den nächsten, die nächste Perle. Trockenton. Ach, damals. Habt ihr ein bisschen Trockenton für mich? Fatschelzahnspeck. Irk. Lasst euch denn mal in Frieden. Puh. Hab ich noch keinen Trockenton gefunden. Perle. Gleich dort, gleich am. Hier gibt es absolut keinen, wo ich gerade bin. Obwohl doch dort. Hier gibt es welchen. Notkarte. Wo ich bin gerade hier. Direkt an dem Felsen, wo ich stehe. Müsste Trockenton sein. Ja, nice. Ich laufe hier lang. Ich komme von hier. Ich komme hier lang gelaufen. Bleibe hier stehen. Hier. Ich hätte das eigentlich schon sehen müssen. Geh auf Pine Wiki und suche, wo ich denn Trockenton herkriege.
Das Spiel will mich verarschen. So, okay, jetzt haben wir das Zeug zusammen. Trockenton. Das können wir doch fertigen. Wenn wir nicht zwei herstellen, dann brauchen wir das für die Schuhe. Dann brauchen wir noch einen Großtapfen. Okay, ja, das ist jetzt nicht so das primäre Problem jetzt hier. Muskelbräu. Genau, das brauchen wir. Kannst Mixturen trinken? Ja, das werden wir. Den Teufel werden wir tun. Kannst versuchen, dein Muskelbräu mitzunehmen. So, jetzt bringen wir den Scheiß jetzt zurück. Zum Gebirge hier. Telkin Pass. Da laufe ich ja schon in die richtige Richtung. Ab zurück damit. Bringen wir dem sein Muskeltrank. In der Hoffnung, dass er uns dann dass er sich dann auf uns einlässt und dann uns freundlich gestimmt ist. Noch ein bisschen Sandstein mitnehmen. Das noch Trockenbeton, Trockenton. Auf dem Rückweg komme ich jetzt an Hunderten von Trockenton vorbei. Es war so klar. Ewig durch die Wüste gehört, so nichts gefunden. Und jetzt hier schon der nächste Trockenton. Haufen. Ja. Ich muss dazu was sagen. Jetzt habe ich genug Weichglas. Wenn wir jetzt unterwegs noch einen Zapfen finden, können wir uns sogar Schuhe machen damit. Oh, Trockenton. Gleich hier. Guck mal. Guck mal, wo das liegt. Hier. An der Grenze von der Wüste zum Wald. Es ist halt einfach. Hier Sandstein und da drüben Trockenton. Ich hätte keinen Zentimeter an die. Ich hätte hier. Direkt an der Brücke. Ich hätte hier nach rechts gehen müssen, jetzt ein bisschen was gefunden hätte wieder. Ich hätte nicht so lange durch die Wüste irren müssen. Ich jetzt. Alter Schwede. Oh Mann. Der Bürgermeister schon gestimmt ist. Wir müssen zu dem im Gebirge. Das ist unsere Quest. Mit dem haben wir schon geredet. Der kann es dann nicht aufnehmen. Und der nächste. Obelisk, würde ich sagen. Nächste Kugel. Oh, ein verlassener Thron hier. Hätte wohl mal jemand. Das kann doch unser werden. Der Menschenthron. Wenn wir hier bald einziehen. Neben den Füchsen wohnen. So, da lang müssen wir. Oh oh. Ja, so geht's auch. Ich habe schon den Tod vor Augen gesehen. Müssen wir nur irgendwo, irgendwie oben auf das Gebirge hochkommen. Erstmal außen rum.
Ja, zum Glück kann der steile Wände hochrennen. Sind wir schon fast wieder zu Hause. Ich besuche euch in der Heimat. Bin dabei. Schlüsselgrafit. Aber bestimmt jetzt schon wieder. Fast. Genau in die Richtung. Genau in die Richtung müssen wir. Ah, das Fuchsdorf, da sind wir im Kreis gelaufen. Ne, genau in die andere Richtung. Ja, so schon eher. Sie haben Dorf vorbei. Den Trank abgeben. Muskelbräu, genau den müssen wir ausliefern. Ja, genau auf den goldenen Pfeil hin. Der markiert schon die Stunde. Vielleicht können wir dann endlich mal schlafen, wenn wir hier die Quests beendet haben. Und den Haupthäuptling zum Freund gemacht haben. Ich habe in diesem Abenteuer noch nie geschlafen. Unschuldige Tiere töten. Oh, hey Fuchs. Oh, Leder. Ey. Kann grad nicht. Der Fuchs muss selbst klarkommen. Trockenbeton, Trockenton hier. Ja, das wär's. Direkt am Eingang der Höhle, wo wir vorhin standen. Da würde ich dann wohl das Game gleich mal Rage quitten. Da hätte ich keinen Bock mehr. Jetzt direkt vorm Eingang der Höhle. Trockenbeton und Sandstein finden würde. Auf der Eishöhle. Vor der Eishöhle. Das wäre ein bisschen. Ich meine, das wird nicht gehen. Auf der Karte stand. Ist nur in der Wüste zu finden. Das wäre schon echt. Hätte ich keinen Bock drauf. So, Tag, Bürgermeister Fuchs. Ich hätte was für Sie. Sieh mal eine an. Läuft uns doch tatsächlich ein echter Mensch über den Weg. Eins ist klar, dass du nicht mit leeren Händen gekommen bist. War schlau von dir. Dieses Muskelbräu werde ich runterstürzen wie ein Alpafant am Tag vor einer Flut. Ich heiße Hugh. Du bist aber nicht allein, oder? Solltest dir wohl bewusst sein, dass keiner von uns in diesen unruhigen Zeiten noch mehr Leute aufnehmen will. Das war klar. Und vor allem keine Menschen. Ja, hat man mir gesagt. Ich bin aber nur gekommen, weil ich gern Zugang zu eurer Gruft hätte.
In diesen Gruften kann ich bestimmt etwas über die Geschichte der Menschen auf dieser Insel erlernen. Vielleicht könnten wir sogar dort leben. Dort leben? In unserer Gruft? Red nicht einen solchen Unsinn. Niemand wird diese Gruft betreten. Außerdem haben wir es schon schwer genug, unseren Stamm zu versorgen. Und so entstanden die Zwerge in der Gruft in den Minen. Fern du also nicht irgendeinen Zaubertrick zur Vereinfachung der Dorfverwaltung und Verbesserung unserer Verteidigung kennst, dann gibt es bestimmt einen Zaubertrank, den wir für machen müssen. Zauberbuch finden. Werde ich weder dich noch etwas noch sonst wen in unsere Gruft gehen lassen. Vor der Gruft gibt es ein Tor und sie wollen mich nicht durchlassen. Vielleicht weiß ja auf, was man da machen kann. Sollte ihn irgendwo im Zentrum der Insel finden. Vorliegen gleich mehrere Abenteuer. Im Zielreiter kannst du Quests verfolgen und ausblenden. Zugriff erfolgen folgt über das Pausenmenü. Finde aufs Haus. Meine Zeitquests machen wir definitiv nicht. Hier, das ist jetzt unsere Mission. Bringt Gruff mehrere. Ne, das ist das. Da können wir eigentlich auch ausblenden. Die erste Gruft verschafft dir Zugang zu einer der Gruften. Das ist unser Ziel jetzt, unser primäres Ziel. Finde aufs Haus, das ist jetzt. Das müssen wir jetzt machen. Aufs Haus wird dann wohl hier sein, im Kellwald. Dann auf uns davon. Ja, unterwegs. Ich hoffe, da müssen wir jetzt nicht wieder hunderte von Zutaten sammeln. Ja, ich glaube, die grüne dort ist es. Nein, ich kann's. Der goldene vielleicht? So ziemlich. So ziemlich der goldene dort. Wieder am Elchdorf vorbei. Schön war diesmal außen rum. Ich denke, die Gruft könnte ein gutes, wenn wir die erkundet haben. Weiß nicht, wie lange die Story geht hier. Vielleicht können wir wirklich wie die Zwerge in die Gruft einziehen. Na, wir steuern leicht vorbei. Wir sind ganz in der Nähe. Der Mond. Hier muss es sein. Das Ding dort.
Sie auf zu Hause? Nee, scheinbar nicht. Hier. Können Sie das hier sein? Das ist sie. Da ist der Wärter auf. Auf, ich brauche Hilfe. Ach du liebe Zeit. Also erstens, ich bin nicht off, sondern Wes, der weitaus aktivere und wenig streng kriechende Bruder von off. Zweitens, wer bist du denn? Und du brauchst etwas und siehst merkwürdig aus. Ich heiße Stu und ich komme von den... Ach ja, diese Geschichten. Wirklich merkwürdig. Ich muss in eine Gruft hineinkommen. Wow, du redest bestimmt nicht um den heißen Brei herum. Das Dorf davor lässt mich nicht hinein und befürchtet, meine ganzen Stamm aufnehmen zu müssen, wo ich doch selbst nur so wenig Platz, wo sie selbst doch nur so wenig Platz hätten. Schwierig. Ich könnte da den perfekten Plan für dich haben. Also wir werden es so machen. Meine Brüder und ich, Brüder, Mehrzahl, wollten den Tauschhandel in diesem Gebiet schon seit einer ganzen Weile verbessern. Aber die Dörfer sind zu klein und ineffizient, um mit ihnen ernsthafte Geschäfte zu kommen. Wir werden also einen Effizienzplan ausarbeiten müssen. Das wird ihr Dorf erweitern und ihre Rüstungsherstellung verbessern. Ihnen auf diese Weise zu helfen, wird dir bestimmt ihr Wohlwollen sichern. Zwei Glühwürmchen mit einem Schlag. Ah ja, und dann bieten wir ihn an. Wenn halt die Menschen dort mit reinziehen, ist das eine größere Stadt und damit auch besser. Verstehe. Und wie stellen wir das an? Für diesen Plan brauchen wir natürlich ein paar Zutaten. Ich dachte's mir. Bei denen es sich allesamt um Rollenabzeichen handelt. Ich dachte's mir, dass das sowas ist, was war. Das ist irgendwo am anderen Ende der Map. Was ist das denn? Oh, du bist hier aber wirklich neu. Es handelt sich um Abzeichen, die Dörfler in der Wildnis tragen. Diese Abzeichen haben sie von ihren Anführern für die Anführung bestimmter Tätigkeiten zum Zeitplan erhalten. Genau da kommst du dann ins Spiel. Du musst sie denen abnehmen, ihrer Arbeit nachgehen. Im Obergeschoss unseres Hauses findest du ein paar Geräte, die wir gefunden haben, um bei dieser Aufgabe zu helfen. Du findest auch ein paar Beispiele dafür, wie die Tätigkeiten aussehen. Natürlich kannst du es auf Gewalt zurückgreifen, aber es gibt auch andere Optionen, wie das die Wunderkerzenfalle. Aus dem Liegen auf der Insel inmitten der Überreste alter Dörfer hat sich auch einige Abzeichen herum. Dann werden wir erstmal die nehmen, die rumliegen. Du wirst das bestimmt auf die Reihe bekommen. Siehst intelligenter aus, als dein Geruch vermuten lässt. Wir sprechen uns bald. Du hast eine Idee für eine Falle. Ah, das sind die anderen Stolperfallen, so wie die Dynamitfallen und so weiter, die wir bekommen haben. Sobald eine Kreatur in eines deiner Kampfgeräte tritt, wird dessen Effekt aktiviert. Okay. Es haustet. Ah, das scheinen die Arbeitertrupps zu sein, die Wes erwähnt hat. Anscheinend verhält es sich hier so, die Wachen tragen dickere Waffenröcke, die Sammler tragen leere Körbe. Kürbishändler sind freie Vielfutter. Einflussnehmer können starken Einfluss darauf haben, wie sich Dörfer und ihre Einwohner für eine bestimmte Zeit verhalten. Sie können Dörfer bei einem Kampf ums Überleben entweder unterstützen oder sabotieren. Diese Gegenstände werden aktiviert, sobald sie über Tauschgeschäfte oder Spenden das Inventar des Dorfes gelangen. Da haben wir doch schon zwei. Hier, Händlerabzeichen, Sammlerabzeichen. Wie viele brauchen wir? Verschafft Zugang zu einer Gruften. Sammelt die Kröte. Okay, Sammlerabzeichen haben wir. Wir brauchen nur noch ein Wächterabzeichen, da haben wir es geschafft. Das geht schnell. Okay, ein Wächterabzeichen müssen wir sammeln. Zwei Sammlerabzeichen haben wir schon und das ist sehr großartig, haben wir schon, als wir frei rumgespielt haben, das
Okay. Gehen wir noch in ein Dorf und holen uns noch ein Wächterabzeichen. Vielleicht liegt da irgendwo eins rum, dann können wir das auf die friedvolle Variante tun. Oh nein. Apropos friedvolle Variante.